Hi Leute, Jago hier mit einer weiteren Folge von Dark Devotion. Heißt das Spiel so? Devotion Dark? Dark Devotion? Dark Devotion, genau. Das wusste ich. Wir sind jetzt hier in dem wahrscheinlich größten Raum, den wir bis jetzt im gesamten Game gefunden haben. Und ich komme jetzt vom Buffet, beziehungsweise von meinem Bruder und seiner Frau und seinem Sohnemann. Und wir haben gerade ein bisschen... Oh Gott! Nee, oh Gott, haben wir nicht gespielt, aber wir haben Mario Kart und Stickfight gespielt, falls das jemand kennt. Und ja, ich habe übelst die Packung bekommen in beiden Games. So ist es halt. Naja. Auf jeden Fall vollgefressen und motiviert geht's jetzt hier in den düsteren Katakomben der Heiligen Zitadelle weiter. Hätte auch nicht gedacht, dass ich das mal sage. Die düsteren Katakomben der Heiligen Zitadelle! Auch nicht die. What is this? Ah, cool. Das kann ich voll ausnutzen. Das ist ja nice. Ha, was ein Idiot. Was ist das? Ein verzierter Flegel. Der ist aber ganz schön gut. Der ist richtig gut. Okay. Mal gucken, ob ich mit dem auch was anstellen kann. Was ist das denn hier? Eine Tür hat sich geöffnet. Ach stimmt, manchmal muss man Blut geben. Ich erinnere mich. Es hat die Tür nach links geöffnet, aber möchte ich da hin? Unter mir ist irgendwas, da leuchtet es zumindest. Hier links ist nichts, da kann ich nichts anschießen. Wir haben übrigens 200 verschiedene Sägen, so wie ich das gerade sehe. Hier nach rechts muss ich jetzt nochmal gehen. Keine Ahnung, was hier ist. Hier leuchtet eine weiße Fackel. Hier sind irgendwelche Kisten. Göttliche Götze nehme ich mit. Man weiß ja nie, wann ich eine Tür kaputt machen kann. Leicht geflügelte Franziska. Die ist ähnlich gut wie unser Pfleger. Aber die hat einen Segen drauf, so wie es scheint. Töten erhöht kurz sein Tempo. Ah ja, okay. Ist nicht so unbedingt das, was ich jetzt brauche. Kann ich hier rein? Oh, ich kann hier rein. Mist. Ist das gut? Oh, oh. Ha! Da war eine Tür! Ach so. Nun. Ja, dann. Komm ran, was auch immer du bist. Ein Stein. Oh. Sarandiel. Gefangener der Leere. Oh! Ein Boxer! Ein schwebender Boxer! Oh mein Gott. Und sein Schatten hat verschiedene andere Moves. Oh no. Ich muss ausweichen. Jetzt. Jetzt. Und buffen. Plonk. Oh je. Oh nein. Oh, das geht aber weit. Das geht aber sehr weit. Das geht aber richtig weit. Das habe ich nicht erwartet, dass das so weit geht. Meine Güte, geht das weit. Okay, wir können zweimal noch schilden. Danach wird es knapp. Ich muss langsam mal anfangen, Mühe zu geben. Ich kann nur einmal schilden. Oh, oh. Okay. Nein! Mein Shield! Oh nein, das werde ich nicht überleben. Nein! Ich bin sowas von tot. Ich bin sowas von tot. Ja. Okay, da werde ich noch ein bisschen mehr üben müssen. Langsam fangen die Bosse an, nicht knittrig, sondern stärker zu werden. So, ich habe freigeschalten. Das hier brauche ich nicht. Das ist ziemlich gut, brauche ich aber auch nicht, weil ich finde, das ist besser. Wobei, das hier könnte ich jetzt mal reinnehmen. Für den Bossfight, den ich jetzt gleich versuchen werde. Ich will nämlich jetzt gleich Elemia besiegen gehen. Zauberkosten 5 Glauben weniger finde ich gut. Jeder getötete Feind gibt dir Pfeile. Brauche ich nicht. Ich glaube, das hier ist insgesamt besser. Kisten, Vasen und andere Behälter enthalten garantiert etwas. Ich glaube, das ist auch richtig gut. Das skill ich auch mal. Das probieren wir mal aus. Ups. Rüsten das dann tatsächlich auch aus. So, und jetzt müssen wir nur noch zwei billige Sachen skillen. Das heißt, ich kann einfach das hier zum Beispiel skillen. Und das hier skillen. Jetzt haben wir den letzten Tree freigeschalten. So, Sprengpfeile. Sei vorsichtig mit deinen Pfeilen. Wahrscheinlich explodieren sie. Welchen Teil des Namens verstehst du nicht? Ja, sag ich ja. Wahrscheinlich explodieren die. Hallo, Doktor! Verschleier das Ausweichen. Du weißt, wie man in den Schatten verschwindet, um Gefahren zu meiden. Ausweichen wird durch Teleportation ersetzt.
Interesting. Komme ich damit über Klippen? Du kennst mehr Psalme, die deine Zauber verbessern können. Das Wirken eines Zaubers erzeugt einen zufälligen Effekt. Interesting. Das Entdecken eines Raumes erhöht deinen Schaden. Interesting. Also die zwei in der Mitte interessieren mich am meisten. Wir können allerdings sowieso keinen skillen, also ist das so oder so Wurst. Ha, Punch. Bin richtig krass im Punchen. So bin ich halt, ja. Geborener Puncher. So, wir müssen unser Setup überarbeiten, denn ich gehe nicht davon aus, dass wir viel blocken können. Und all unsere Schilde sind irgendwie shit. Die Rosentatsche ist noch ganz gut. Aber ich glaube auch nicht, dass ich bei ihr groß dodgen kann. Ich glaube, ich bleibe trotzdem bei dem Schild und bei unserem tollen Schwert. Es ist einfach das Beste. Achso, ich muss es mir natürlich auch herstellen lassen. Mein Fehler. Ich glaube allerdings, dass es besser ist, jetzt den Glauben rauszunehmen und die Rüstung mit reinzunehmen für den Boss. Deswegen machen wir das mal. So sollte ich eigentlich in der Lage sein, sie zu besiegen. Hallo, Chronist! Ja, ich habe von deinen Taten gehört, Gottestöterin. Die Kirche gratuliert dir. Hier ist deine Belohnung. Die Alabaster-Zitadelle ist die Heimat uralter Priester. Sie tragen Ordenskleidung und die Farbe lila. Wir möchten, dass sich ihre anstößigen Reden nicht verbreiten. In den Schatten der Alabaster-Zitadelle tragen sie Ordenskleidung und die Farbe lila. Du musst diese verdorbenen Priester zum Schweigen bringen. Okay, drei Stück von denen. Ganz weiter unten. Da müssen wir auch erstmal hinkommen. Wir haben relativ nah jetzt zwei Bosse. Ich möchte tatsächlich, wie gesagt, jetzt erstmal Elemia umbringen. Und dann mal sehen, was passiert. Ich werde die jetzt eh nicht auf den ersten Versuch schaffen, aber ich kann es zumindest versuchen. Es ist nicht bedeutungslos, wenn wir unsere sterbliche Hülle verletzen. Wenn er über dich richtet, wird Gott sich an die Schmerzen erinnern, die du deinem Körper zugefügt hast. Das ist aber schön. Kannst du das Kabel in Ruhe lassen, Kader? So. Das Kloster der Auserwählten. Ich glaube, wir sind ready. Let's go. Was suchst denn du da am Boden? Was schlapperst du denn jetzt den Boden ab? Das sind deine eigenen Haare, die du da aufleckst. So, mit dem Spiegel komme ich schnell rüber. Und dann muss ich, glaube ich, einfach nur geradeaus durch. Ne? Hier war die ja schon. Genau, hier wurde ich ja gewarnt, dass ich nicht weitergehen soll und habe mir gedacht, ich gehe direkt weiter. Und naja, wir wissen ja, was daraus passiert ist. Daraus geworden ist. Aber dieses Mal wird alles besser, denn dieses Mal werde ich gewinnen. Elemia, die Krähendame. Ich habe mein Schild nicht angemacht. Sehr smart. Komm her! Keine Stamina, XD. Soweit kommt die nicht. Ah! No! Meine Schilde! Ach, das sind nur temporäre HP. Die sind ja gar nicht permanent da. Soweit kommt die nicht. Haha! Jokes on you. Oh, der ist doch nicht immer so weit weg. Ah! Oh. Was eine Pflunze, ey. Wie schnell mein Zauber jetzt ist. Was ist denn da so los? Blink! Toll. Hau mal! Tritt die mich einfach. Glaubt das nicht. Ach. Alles blockt die. Ah! Oh mein Gott! Krasser Dash. Okay, ein bisschen Konzentration, dann geht das ja auch scheinbar. Der ist easy, der Dodge. Dodge, der Dash, Charge, wie auch immer. Au, au. Hier hinten sollte ich sicher sein. Jetzt habe ich gleich mein letzter Schild, den ich casten kann. Danach muss ich anfangen, mit Skill zu arbeiten. Wird also wahrscheinlich nichts werden. Ah, oh. Okay. Ah. Wieso kann ich so viel blocken? Das hat getroffen. Crazy. Au. Oh nein. Schilde hoch. Das Gefühl, die kriegt immer mehr AOE. Ich muss nach rechts da dodgen, dort schon irgendwie. Ah. Da kommt noch einer. Ah, Mist. Ich wusste sogar, dass er kommt, aber ich war nicht gut genug im Dodgen. Jetzt. Ich habe keine Stamina gehabt. Jetzt ist das Schild. Oh oh.
Meine Stamina muss kurz warten. Nein! Ah, meine Stamina verbraucht gehabt. Oh oh. Ah. Die Verrückte! Jetzt chill doch mal! Komm nicht. Was? Das war neu. Nein! Endlich mal wieder Schaden machen. Ich hatte gezögert. Mein Fehler. Oh oh. Nein. Ah. War aber ein guter Versuch. War ein guter Versuch. Alles in allem würde ich trotzdem sagen, es läuft gerade. Jetzt der zweite Versuch. Das war der richtige Versuch. Den ersten sehe ich mir nicht rein, also insgesamt jetzt der dritte Try, aber ihr wisst schon, was ich meine. Heute der zweite. Ah, der Doppelspin, der kriegt mich immer. Der ja ein dreifach bis vierfach Spin ist. Oh Gott! Ah! Ich glaube, Brute Forcen ist nicht schlau. Aber ich schaff das jetzt. Huh! Dass das nicht getroffen hat, ist ein Wunder. Ah, ist ein Fortschritt. Ah, keine Stamina. Stamina recovern. Nein! Ah, ich hätte heilen können, aber ich war zu langsam. Ah, aber jetzt habe ich die. Ich habe die, ich schwöre, jetzt habe ich die. Oh, Struggle Town. Na! Ah. Meine Damen und Herren, das ist der Run. Das ist der Run. Ich spür's. Spürt ihr es auch? Zu früh. Ich bin trotzdem der Run. Wird trotzdem der Run sein. 1000%. Da ist er. Ich hab ihn. Ich hab den Run. Das ist der Run. Gib mir deine Waffe. Oh, baby, I love you, blood. Ich habe jetzt ganz einfach gecheased quasi. Ich habe nämlich nicht Wundverbände reingenommen, sondern ich habe Glauben und Rüstung reingenommen. Und dadurch konnte ich 12 Schläge einfach tanken. Weil 3 Rüstungen geben 6 Rüstungsflick-Dinger geben 6 Rüstungen. 3 Glaubensdinger geben 90 Glauben. Das sind 3 Benutzungen meines Schildes. Das sind nochmal 6 Schilde, wo ich einfach Damage tanken kann. Und deswegen, ja, war es jetzt gar nicht mehr so schwer. Ich bin trotzdem fast verreckt, wie ihr seht, aber wir haben es geschafft. Den Eis, den habe ich mir verdient. So. Katana der Krähe, zweihändig. 30% Crit, übelst viel Damage. Und ein bisschen Fehlschlagchance. Elemia war ein Waisenkind, das von frühester Kindheit an ausgebildet wurde, ein königlicher Assassine zu werden. Aber das gehört jetzt alles mir. Wir bleiben trotzdem beim Buch. Ich mache danach vielleicht mal einen Run mit dem Katana, aber ich glaube nicht, dass ich damit so gut zurechtkomme. Hier geht es jetzt gar nicht weiter. Wir haben auf jeden Fall unsere Ehre wiederhergestellt und wir sind ja nur wegen ihr hier überhaupt gestorben und jetzt hier wieder angekommen und guckt uns an, wie stark wir jetzt geworden sind. Wir können jetzt einfach auch sie besiegen. Das heißt, jetzt kann sich eigentlich uns nichts mehr entgegensetzen. Oh, die verneigen sich bei uns. Das ist aber interessant. Oh. Bringen die Templer also das Gleichgewicht? Knie nieder, denn sie hat die Krähendame besiegt. Jupp, das habe ich. Das habe ich in der Tat. Hey, na mein Dude. Was willst du von mir? Zeig mir deine Hände. Okay. Ja, ich habe noch nichts für meine Hände. Ich habe noch nicht trainiert. Ich war noch nicht pumpen, sorry. Hey, na, was geht? Der Demiurg sei gepriesen. Okay. Noch ein neues Templergesicht. So tief hätten wir euch problemlos von diesen Mauern fernhalten können. Aber aus mir nicht bekannten Gründen hat sich die Meinung der Leute denen da unten gegenüber zum Schlimmsten verändert. Die dritte Revolution wütete, die letzte. Die Unreinen griffen zu den Waffen. Die Dresseure wurden verdorben und ließen die Tiere los. Wir wurden nun von innen angegriffen und hatten keine Chance. Destabilisiert hatten wir keine Wahl als den Rückzug. Deine Kirche rückte immer weiter vor, immer näher an den heiligen Korridor heran. Gehe weiter, wenn du es wünschst, Templerin. Ich werde mich dir nicht widersetzen und die Kinder des Wächters ebenfalls nicht. Machtlos und geschwächt werden wir uns deinem Willen fügen. Wir haben versagt und die 4 Gesandten König Theodors werden einer nach dem anderen deinem Schwert zum Opfer fallen. Ich möchte dir gerne meine Geschichte erzählen. Okay, das hatten wir alles schon. Ich dachte, das wäre irgendwas Neues, aber nee, das höre ich mir jetzt nicht nochmal an. Wunderbar, da geht's also nicht weiter, aber das wird wahrscheinlich ein wichtiger Boss gewesen sein. Jetzt ist nur die Frage, wie besiege ich den anderen Boss, vor allem mit unserer momentanen Kampfkraft, sage ich mal. Ja, der Typ, der ist eh so ein Arschloch.
Kann ich das lesen? Ne. Gut, wir gehen zurück in den Karneol-Palast und ich hab ja nicht so wirklich eine Wahl. Hier gibt's ja keine anderen Wege, oder? Oder sind das immer versteckte Wege? Doch, hier muss noch ein Weg sein. Ha. Also nicht hier in der Map. Sondern in der nächsten. Ich glaube, hier war auch nichts großartig Schlimmes jetzt. Außer ein bisschen Blitzdingsies. Was zum Aufsprengen. Ich glaube nicht, dass ich hier durch kann, aber ich probier's mal. Ne. Ah! Hi! Ach, hier war so ein Dude, genau. Ich habe nicht genug Glauben, um mich zu heilen. Oder um mich zu schilden, besser gesagt. Ah! Oh! Der hat sich einfach auf der Stelle geflasht. Oh! Abgenutzte Soutane. Nice! Wenn sie das grüne Zeug nämlich droppen, dann kriegen wir das als Ausrüstungsmöglichkeiten in die Stadt. Das ist sehr nice. Und das Ding ist einfach straight up besser als unsere Rüstung, kann das sein? Weil es gibt uns Magieschaden dazu und bringt die gleichen Sachen wie das, was wir eh schon haben. Also ein straight up Upgrade. Auch wenn wir keinen Damage machen mit unserer Magie, aber vielleicht will ich das ja irgendwann. So, hier müssen wir rein. Okay, wir sind hier das letzte Mal ziemlich straight up in den Boss reingefallen. Und gefallen ist genau das richtige Wort. Aue! 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 Toll. Hör auf zu blocken. Oh mein Gott, stop! Die machen mich fertig, die Typen. Die machen mich echt fertig. So, jetzt schlägt er nicht mit seinem Schild. Ja. Oh! Die wollen aber auch nicht sterben, die Typen, ne? Dann gib mir die instabile Sphäre. Glaube ich, dass ich bin noch mit, ich glaube noch nicht mal, dass ich bis zum Boss kommen werde. Ihr gebt aber XP! Und ich brauche noch ein paar XP, um den letzten Perk zu skillen. Komm, komm. Oh, jetzt kommt er natürlich. Der verbotene Anhänger. Ich glaube, den will ich gar nicht ausrüsten. Ist das das super starke, verdorbene Ding? Du leidest doppelten Schaden. Genau, das war aber super stark, das Ding. Wenn ich das anziehe, sterbe ich, sobald ich getroffen werde. Mach ich. Machen den Schild an. Ne, machen wir nicht. Wir gehen da rein. Machen den Schild an. Ah, der blockt. Alles blockt hier. Aber der kann nicht gegen Long Range blocken. Okay, hier muss ich mit Blut mein Leben opfern. Das kann ich machen. Weil ist egal. Weil ich habe den Schild. Hier ist die Explosion, den haben wir das letzte Mal gecheased, ich erinnere mich. Hier ging es dann irgendwo lang. Heilige Seiten, nehme ich. Kann ich zumindest nochmal schilden. Hier ist die Tür zum Boss. Leicht geflügelte Franziska. Ich meine, dieses Mal ist sie wesentlich besser als unser Schwert. Reinigungsstatue, Heilungsstatue. Ich habe schon wieder vergessen, was da drin war. Was war denn da drin? Was hat mich denn umgebracht? Mal drüber nachdenken. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nur an die Vogel-Lady erinnern. Jetzt komm, wir springen mal da runter. Oh. Loot. Das muss man noch lesen können hier. Kann man nicht lesen? Ich benutze mal den Teleportationsaltar. Wird mir schon irgendwie nützlich sein. Komme ich jetzt bei der Anfangstür wieder raus? Jawohl. Jetzt komme ich einfach zum Boss straight up. Ah. Na, ich werde gleich wieder rausfinden, was mich umgebracht hat. Aha. Ich freue mich schon. Ah, oh Gott, nein! Falsche Taste gedrückt. Ich wollte natürlich nicht schlagen, ich wollte rollen. Ich bin echt gerade ein bisschen dement, ne? Ich weiß gerade nicht mehr, was mich versucht hat umzubringen. Naja, wir gucken mal. Ach ja, doch, der Boxtyp. Der Boxdude. Ah, ja, natürlich. Ja, kann ja nicht so schwer sein. Ich habe jetzt 8, wobei. Darf er gar keinen Damage kriegen. Haha. Die machen ja doppelten Schaden, wenn sie mich treffen. Oh je. Aber ich mache auch sehr viel Schaden. Vielleicht ist das der Play. Das ist nicht der Play. Oh je. Unser Cast ist übrigens super schnell jetzt. Weiß nicht warum. Das war unfair.
Der hat geschattenboxt. Ich finde die Boss trotzdem sau cool. Nein, keine Stamina. Toll. Oh, du, das macht richtig viel Damage. Natürlich schmeißt er eine Sphäre. Okay, Deckung gehen. Oh, das waren die Blitze. Ich dachte, das sind die Wellen, die jetzt kommen. Na gut. Dann, du mich auch, ne? Achso, nee. Weil doch, ich will den Boss ja nochmal tryhard. Ich muss trotzdem nochmal nach meinen Spells gucken, nach meinen Skills gucken. Irgendwas scheint da nicht zu passen. Hallo, Katze. Also, wir haben Verbrauchsgegenstände in Items. Zauber kosten 5 Glauben weniger. 3 Basisrüstungspunkte, das will ich gerade drin haben. Und wenn ich erkunde, möchte ich das drin haben. Schnelleres Wirken von Zaubersprüchen ist echt gut. Blocken tue ich nicht mehr. Mehr Crit. Ich glaube, für Bossfights ist das hier besser. Ich glaube, für Bossfights ist das schnellere Wirken von Zaubern besser. Minus 5% Fehlschlag ist, glaube ich, auch der richtige, die richtige Entscheidung. Waffensprints fügen Schaden zu Ausdauerkosten. Ach so, ja, ich habe keine Dodge auf meine Waffe, deswegen ist das okay so. Ich glaube, wir sind schon bestmöglich geskillt für mich gerade, zumindest für meinen Game-Style. Ich glaube, das ist eigentlich mehrere Möglichkeiten, wie man das spielen kann. Das finde ich eigentlich ganz nice. Ich glaube, ich bleibe bei dem, wie ich bin. Und versuche den Boss einfach nochmal in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch bisher gefallen hat, dann klickt auf den oberen Link. Dort gibt es die gesamte Playlist zu Dark Devotion. Wenn ihr lieber was anderes von meinem Kanal sehen wollt, klickt auf den unteren Link. Dort gibt es eine Empfehlung des Hauses. Mein Name ist Jagos. Noch einmal vielen Dank fürs Zusehen. Und wenn es euch wirklich gefallen hat, dann klickt auf den Liken und den Abonnieren-Button. Das hilft mit meinem Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.